Okay, ich bin zurück und ich hab's geschafft. Es war irgendeine von den 500 Wendeltreppen, die hier in dieser Dämmerwacht vorhanden sind. Ich glaube, ich finde sie dann eh kein zweites Mal. Oh Gott, ich sehe schwarz. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Hm. Ja, und? Sprecht mit Gunnar. Ah, deswegen bin ich hier raufgekommen. Eieiei. Irgendwelche Ratschläge vielleicht? Es gibt nur eins, an das ihr euch erinnern solltet. Was denn? Wenn ihr bei Vampiren nachlässig immer von hinten nach vorne wischen, stirbt ihr. Oder was? Und wegen euch werden gute Leute ebenfalls sterben. Ich hab so lange überlebt, weil ich nichts riskiere. Ich verwische meine Spuren und halte die Augen offen. Wenn ihr klug seid, tut ihr es auch. Muss ich ihn jetzt alles fragen? Nur das, was ich gehört habe. Damals. Sonst geht sein Pfeil nicht weg. Der Jarl von Rifton, einen Sohn. Er liebte das Abenteuer. Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss zuerst die anderen Quests erledigen und dann mit Isran und dann geht der Pfeil weg. Der Jarl brachte es nicht übers Herz, seinen eigenen Sohn zu töten und gab ein Vermögen dafür aus, diese. So ein Schlappschwanz. Nicht mal seinen eigenen Sohn kann er töten. Pfuh. Ihre Aufgabe war es, den Sohn des Jarl nicht entkommen zu lassen. Das nahmen sie sehr ernst und dienten gewissenhaft. Doch eines Tages mussten sie ihn töten. Der Jarl verwies sie daraufhin seines Fürstentums. Doch ihre Aufgabe. Du klingst, als hättest du eine Facialis-Lähmung oder sowas. Sie kämpften gegen Vampire, wo immer sie welche fanden. Und ich will diese Tradition fortsetzen. Hm. Ja, okay, das machen wir jetzt. Das hat sich nicht ausgezahlt. Schade, dass ich da jetzt nicht einfach runterspringen kann. Jetzt muss ich mir gut einprägen, wie ich hier raufgekommen bin. Oh, mir wird gleich übel. So, also, wenn ich reinkomme, und das ist hier, dann nach rechts. Gleich die rechte Wendeltreppe nehmen, okay. Dann müssen wir noch den Quest... Töte reisender Barde diskret. Ah. Aus Orotheim. Das klingt nach Gynäkologe. Das ist noch ein Bruderschaftsquest. Ja. Die Armbrust. Machen wir zuerst die Armbrust, huh? Das ist ein Nebenquest. Würde ich vorschlagen. Wieso ist noch ein? Oder habe ich jetzt beide? Nee, es ist nur der eine. Ach so, nee, die Badenakademie ist noch aktiv. Ach so. Das ist eh gleich hier. Ich dachte, ich brauche gar nichts von dir. Ich muss zur Sorin. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, und wie helfe ich ihr jetzt? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Soll ich jetzt irgendwas schmieden vielleicht? Das Morokai könnte ich verbessern. Was wird dann draus? Hochwertig. Ja, ist nicht gerade berauschend. Da meine Schmiedekunst scheiße ist. Deshalb. Verdammt. Was mache ich nur? Verstehe es nicht ganz. Zuerst brauche ich den Bauplan. Naja, das klingt logisch, aber wieso haben sie den anderen Quest noch aktiv irgendwie? Das ist doch eh ein Quest. Das muss man ja nicht aufteilen auf zwei. Das ist ein einziges Verwirrspiel hier. Die wollen mich absichtlich in den Wahnsinn treiben. So meine Vermutung. Oh, endlich. Der Tag erwacht. In Dämmerwacht. Wir reisen nach Orotheim. Lied des Nörglers. Waren wir schon, das sind irgendwelche Orks, glaube ich. Denen habe ich geholfen. Ich glaube, das war sogar
der Quest mit dem Ork, den ich töten musste. Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. So, hier sollen Teile einer Armbrust sein. Das glaube ich, wie er will. Ich nehme aber keine Armbrust, sondern meine Nachtigallbogen. Hoho. Niemand hat gemerkt, was los ist. Doch, die. Aber es hat ihr nichts genutzt. Die ist hin. Eisenhelm, Übungspfeil. Er hat einen Übungspfeil. Habe ich jetzt Übungspfeile verschossen? Mann, ich habe ihn mit einem Übungspfeil gekillt. Hast du das gesehen? Ja! Von wegen Übungspfeil. Schau, der macht null Schaden angeblich und er ist tot. Also, wie gibt's denn sowas? Das verstehe, wer will. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe ihn mit einem Übungspfeil gekillt. Der hat aber wirklich keine gute Kondition, der Mann. Und sie auch. Ha. So, du kriegst einen echten Pfeil. Fühlst dich geehrt. Hoffe ich. Wieso halten die nichts aus? Schau. Ja, vielleicht der Anführer aufs Hirn. Ja, der hält ein bisschen mehr aus, aber trotzdem armselig. Und der raucht schon von der Utgard. Oh. So, und jetzt gib mir meine wertvollen Pfeile wieder. Seid ihr ja gar nicht wert. Oh, sie geben mir die Pfeile nicht. Da steckt er doch. Die haben ein Silberschwert, okay. Die hatten wohl auch Angst vor Vampiren. Banditentagebuch. Was steht denn da drin? Verdammte Riesen, ein einziges Mammut würde uns einen ganzen Monat lang satt machen, aber sie scheuchen sie herum wie preisgekröntes Zuchtvieh und lassen sie nicht aus den Augen. Wir haben diese Gegend leer gejagt. Wenn wir nicht bald etwas erlegen können, müssen wir unser Lager anderswo aufschlagen. Oh, sie waren hungrig. Na. So sind sie zu Banditen geworden wahrscheinlich. Na, das kann man verzeihen. Ein dädrischer Pfeil. Nur, den ich bergen konnte. Großer Sack. Hm. Da steckt noch einer. Ne, ist ein Stahlpfeil. Ich nehme ihn halt. Weil er gerade so schön steckt. Nordstrahl. Oh. Ja, wenn es recht pressiert. Du bist ein echter Nord. Und ja, da kommt, baut sich ein schöner Druck auf und dann kommt es zu einem Nordstrahl. So nennt man das in der Fachsprache. Wasser lassen für echte Nord. Nur ein kleiner Auszug aus meinem reichhaltigen Wissen über Sitten und Gebräuche der Nord. Viele Beutel liegen hier. Mit wenig Inhalt. Knackiger Apfel. Am liebsten würde ich reinbeißen. Da in der Truhe ist der Bauplan. Wie praktisch. Wiegt gar nichts. Ich hätte ihn lesen sollen. Sonst noch was? Ein Dwemer Zahnrad. Nee, sie hat. Was hat sie gebraucht? Einen Kreisel. Zwergenbeute? Oh. Hände weg von der Zwergenbeute, bis wir wissen, wer den Kram haben will. Wir suchen nach einem Käufer. Bis dahin werden jedem, der da rumschnüffelt, die Hände abgehackt. Oh. Das ist aber eine drakonische Strafe. Wieso ist kein Kreisel dabei? Ich will einen Kreisel. Ist da noch was? Wo geht's denn da hin? Wieder raus. Stehe. Es wäre nicht nötig gewesen, so weit war es auch wieder nicht. So, das erste hätten wir.
Hui. Das ist wie im Jenseits. Wenn ich aus diesen Höhlen rausgehe. Als ob ich ins Licht gehen würde. Fang das Licht. Halt es fest. So, gut. Bewundere ein wenig die Landschaft. So viel Zeit muss sein. Und dann kehren wir nicht natürlich zur Saurine zurück, sondern töten den reisenden Bastard, Baden. Und der ist natürlich mitten in Markarth. Wie könnte es anders sein? Der liebenden Stein, den habe ich übrigens schon entdeckt. Ich weiß nicht, wieso der schwarz ist. Ich glaube, der ist schwarz, auch wenn er entdeckt ist. Ist der gar nicht in Markarth? Schau mal. Ich glaube, der ist nicht in Markarth. Der ist um Markarth herum. Ich reise mal zu den Stellen von Markarth. Weil es sieht so aus, nach dem Questmarker zu schließen, dass er nicht in der Festung ist, was natürlich einen Vorteil für mich darstellt, weil dann weniger Zeugen. Aber leider habe ich mich geirrt, er ist in Markarth. Hier kann man auch schöne Pferde kaufen, wenn ich nicht noch ein schöneres hätte, aber trotzdem, schöne Pferde. Vielleicht könnte ich ja Pferdezüchter werden und viel Geld verdienen. Würde mich interessieren, was da rauskommt. Schattenmähne mit einem Lipizzaner zum Beispiel. Irgendwas Schwarz-Weißes. Ui, da ist schon wieder ein Vampir, siehst du? Das muss aufhören. Das geht doch nicht. Jemand muss etwas unternehmen. Ihr gehört mir. Das ist. Ui. Aha. Er kämpft gegen Vampire. Oh, das ist eine super Tarnung. Alle Achtung. Hast du das gesehen? Wie praktisch, er hat ihn getötet. Seine Tarnung war zu perfekt. Okay, jetzt glaubt sicher niemand, dass er ein Vampir war. Was ist jetzt? Wer ist wer? Nee, er ist wieder auferstanden. Und jetzt ist er zum Aschehaufen geworden. Au. Todeshund. Ach so. Bleib da, Hund. Gleich bist du tot und machst deinem Namen alle Ehre. Ah, jetzt bist du ein echter Todeshund. Vorher warst du nur so als Hopf. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Genau, wo soll das noch hinführen? Das Ende der Welt ist gekommen, das sage ich euch. Ja, hast du recht. Er hat völlig recht, ich muss dem Mann zustimmen. Der Todeshund, die haben, glaube ich, auch immer irgendwas dabei. Nee, doch nicht. Da liegt noch ein Pfeilchen. Was ist jetzt? Ich habe ihn umgebracht, aber... Naja, er hat sich selbst... Maul. Er hat sich selbst umgebracht. Also das war aber wirklich ein Rentvieh von einem Vampir. Er ist nur mehr ein Aschehaufen. Wie gibt's denn sowas? Das war vielleicht doof. Wollten die mir das irgendwie erleichtern? Oh, da dümpelt ein Pfeil. So, den muss ich holen. Weil ätherische Pfeile sind erstens rar und zweitens wird mein Save-File aufgebläht. So wie mein Darm, wenn ich Kohlsuppe esse. Es kommen keine Lieferungen. Also habe ich nichts zu tun. Ihr seid ein Kämpfer? Wie wär's mit einer kleinen... Nee, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich bin ein schlechter Faustkämpfer. Ich könnte dir ein paar Feuerbälle aufs Hirn donnern, aber dann schreist du wieder nach Mama. Oder Großmutter sogar. Gut, wir können gleich von hier schnell reisen. Und wir haben eigentlich alles, wenn man es genau nimmt. Und wir nehmen es genau. Punkt genau. Das ging aber hurtig, muss ich sagen. Wenn alle Vampire nur so blöd wären wie der. Der reisende Barde. Naja gut, ein Barde. Was soll man von Barden schon halten?
Ich bin selber einer zwar, aber nicht so einer. Kein typischer. So, ich muss dich leider aufwecken. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Du nimmst deine Axt auch im Bett nicht ab und schläfst in voller Montur, das lobe ich mir. Ich habe den Vampir getötet. Sagst du jetzt? Sehr gut. Ein Monster weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Aber wo er herkam, gibt es noch jede Menge andere. Seid stets auf der Hut. Ja. Immer mit Hut. Noch was? Ich habe eine weitere Bestie entdeckt, die sich vor dem Tageslicht versteckt. Er hat sich bei einer Räuberbande versteckt. Okay. Wir müssen ihn vernichten, bevor er seine... Präventivschlag! Oh, das klingt wie ein Verhütungsinstrumentarium. Ein Präservativschlag. Kämpf tapfer, Freund. Mach ich. Wo ist das? Steinbachhülle, da war ich auch schon. Aha. Steht aber noch nicht abgeschlossen, eigenartig. Uralte, jetzt habe ich gelesen. Uralte Technologie. Habe ich gelesen, genau. Stimmt eh. Nee, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte noch zur Jordine eigentlich, genau. Was drücke ich? Bin ich jetzt völlig bescheuert oder was? Ich drücke jeden Knopf. Jeden falschen. Schläft die etwa auch da? Ah ja, die schläft gleich daneben. Oh! Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Mhm. Wieso? Weil er lispelt oder was? Gut. Ihr seid nicht nur zurück, sondern Armbrust. Noch lebendig. Fantastisch. Bauplan geborgen. Diese schlauen Zwerge. Mit einer ähnlichen Technik und etwas Tüftelei sollte ich in der Lage sein, unsere Armbrüste zu verbessern. Ich kann auch Brüste verbessern, übrigens. Ich frage mich oft, wo wir heute stünden. Kann sie vergrößern durch Hand auflegen. Nun ja, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir finden. Hier, ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie Urologe, selbst in genau das können. War's. So oder so werde ich bald einige zum Verkauf anbieten. Urologe-Technologie. Wie kann ich helfen? Ich habe Hinweise auf den Fundort weiterer Dwemer-Baupläne. Super, die hoffentlich. Haben mir extrem im Dwemer, im Darmharz, oder führt das bestimmt zu einem wo ich vorhin war. Erfolg. Wohin? Deswegs? Steht nicht. Lasst euch nicht umbringen. Lager flüsternder Hügel. Ah, nee. Das ist langweilig. Ich wollte in dieses Darmharz. Tief nach in Darmharz eindrängen wollte ich. Die lassen mich nicht.